Hallöchen, liebe Wolfs und Hasbendos, der Mesomanga. Ich grüße euch und also herzlich willkommen zu Mormon Feuerrot. Wisst ihr eigentlich schon, kleiner Funfact, dass ich ungefähr seit 5 Stunden Pokémon spiele? Nein, jetzt wisst ihr es. Und es macht einfach immer noch Laune. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Spiel nochmal so catcht. Aber ich glaube, es liegt auch echt an diesen anderen Sprites, weil es mal was anderes ist. Weil es wirklich mal was anderes ist. So. Ne? Dann würde ich sagen... Gehen wir mal da ins große Einkaufszentrum und kaufen uns Kram. So, gehen wir hoch. Was kann man denn bei euch kaufen? TMs. TMs kann man bei euch kaufen. The Force Mate Switcher. Attack Nova. Ja, nee, das ist eher uninteressant. Was kann man bei euch, bei dir kaufen? Red Ball Super Potion, bla. Super Repel. Oh, das klingt eigentlich ganz... Ah, oh, das ist aber zu teuer. Burn Heal. Habe ich noch genug? Awakening eigentlich, glaube ich, auch. Revive ist halt auch teuer. Hey, lassen wir mal. Davon haben wir auch noch genügend. Paralyseheiler müssten wir auch noch genügend haben. Jo, das passt soweit. Ne? Super Potions haben wir 9. Naja, locker. Loka. Esta loca. Aber ein paar Great Balls vielleicht, ne? Ich muss ein paar Pokémon fangen vielleicht. Ja, okay, 5, ne? 5 gönne ich mir jetzt. So. Euch ignoriere ich mal soweit. Weiter geht's mal nach oben. Dass ich hier nicht rennen kann, ist voll unfair. Was ist hier? Counter. Achso, der will mir... der will Counter mir beibringen. Konter. Joa, ist ein ganz netter Move, wenn er trifft. Wenn er nicht trifft, ist er gar nicht mal so geil. Logischerweise. Was hast du denn so? Du hast... Ah, du hast den Kram, den ich will. Du hast einen Feuerstein, den kaufe ich mir. Du hast einen Donnerstein, den kaufe ich mir. Du hast einen Wasserstein, den kaufe ich mir. Das gönne ich mir. So. Und der Rest ist eher uninteressant. Ja, es ist relativ schnell hier abgearbeitet. Was gab es denn hier oben noch Verrücktes? Oh Gott, das war der ganz krasse Scheiß mit 9800 Poké-Dollar. Voll wahnsinnig! Und das ist das ganze Zeug, was ich nie nutze. Was ist eigentlich hier mit? Was ist das Dream, believe it or not? But she's so immense, she drives me nuts. Yeah, es klingt wie Rock. Ich bin so drastisch, ich brauche was zu trinken. Oh, ich nehme einfach mal, ja, Fresh Water, Alter, ups, das war aus Versehen. Dann ein Soda, Alter, und dann eine Lemonade. Krass. Mehr will ich nicht. Und die haben alles gleiche, oder? Jupp. So, dann komm mal her. Ich möchte was trinken. Natürlich gebe ich dir einen Trink. Hier, nimm mal Fresh Water. Yay, Fresh Water, danke, dafür kannst du das von mir haben. Lightscreen. Ja, okay. Immerhin haben wir ein Item, ja? Lightscreen. So, der Power-Up. Yeah, danke. Krass. Safeguard. Ist auch nicht so Bombe. Ey, aber wir geben dem kleinen Mädchen jetzt so viel zu trinken, bis sie so einen Bauch kriegt, weißt du? Und das ist Reflektor. Na gut. Nicht so die Bombe, geilen Dinger, aber ey, immerhin was. Ja, die wollen doch was zu trinken haben, oder? Ich kaufe mal ein paar Lemonades. Ich weiß gar nicht, 4 Ausgänge sind es doch. Also 4 Leute wollen was zu trinken oder so. Oder will nur einer und er teilt es dann. Irgendwie sowas war es doch. Wir brauchen auf jeden Fall, damit wir zur Psycho-Arena-Leiterin kommen. und so weiter. Oder allgemein dieses Team Rocket-Gedöns da auch mal dann machen können. Nach diesem Team Rocket-Gedöns hier.
So, aber ich hab's schon mal soweit alles. Und ja, ich weiß, ich spanne euch jetzt hier übel auf die Folter. Aber ich wüsste noch gerne was. Und zwar, wo kriegt man denn die Profi-Angel? Ich meine, das kann ja nicht sein, man kriegt die Profi-Angel vor der Super-Angel. Also muss es hier irgendwo... Was guckst du mich an? Ich hau ja gleich eine auf die Ömme. Hattest du nicht Überreste? Oder geht es in dieser Edition hier nicht? Sorry, wir machen Pause. Mein Pokémon sind so schwach. Ich gehe oft mit ihm in einen Store, in einen Laden voller Drogen. Drogenstore. Go ahead, love. Ach nein. Nee, Mann, ich mach die Coin Cases nicht. Die sind... Nee, das ist einfach... No fun. Okay. Oh, ey, da. Spoiler da mich jetzt schon. Krass. So, was gibt's hier? Okay. It's not just real in the Dao big time. Okay, was? Ah, okay, der ist böse. Fass bloß nicht das Poster im Spiel, im Casino an, Alter. Da ist überhaupt kein besonderer Schalter dahinter. Schiff! Wir haben 2000 mehr Pokémon für die Slot Prizes gefangen. Ach krass, okay. So läuft es also, das ist mir noch nie so aufgefallen. Was ist denn das hier? Okay, ja, was ist das? Oh, wie gut, sieh so. Ich bin in Urlaub mit meinem Bruder und meinem Boyfriend. Prismania City ist so eine tolle Stadt. Juhu, ich bin im Urlaub. Meine Schwester hat mich mitgebracht, so toll. Und er sagt, warum? Warum hat sie ihren Bruder mitgenommen? Er will halt vögeln und das geht nicht, wenn Kinder da im Weg sind. Oder zwischendrin liegen. Nein, tut das nicht. Das macht man nicht. Das ist böse. Pokémon. Nein, das ist ein Hotel für Menschen. Igitt. Also sowas unterstütze ich nicht. So. Dann cutten wir das mal. Ha, Klatz. Super. Was ist das? Ach, Trainertipps. Lass mich in Ruhe. Oh ja, das sieht hier alles auch wesentlich schöner aus. Was bist du eigentlich? Oh, warte, someone stole our Sivcode. Sivcode planning in sure of it. Ah ja, okay. Jemand hat eine Sivcode geklaut. Das ist voll scheiße. Ja, okay, gut. Die habt alle nicht so viel Tolles zu sagen, habe ich so das Gefühl, ne? Hier kann man rein. Aber da war, glaube ich, nicht so viel Besonderes, ne? Außer, dass du oben ein Evoli kriegst. Sollen wir das machen? Ach, ehrlich, Leute. Nee. Warum? Ist doch unspektakulär. Wozu? Ich habe auf meine Zunge gebissen. Okay. Nichts Wichtiges. So. Geht's hier crazy hinten rein? Gibt's hier noch irgendwas? Ein Item. Ich hab's doch gerochen. Ein Äther. Immerhin. Das ist schon ein ganz schönes Item. So. Hintenrum. Jetzt mache ich es doch, oder? Das war so nicht geplant. Na gut. Was ist das? Ich weiß alles. Es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich habe alles auf die Tafel geschrieben. Ich weiß alles über die Welt der Pokémon in deinem Game Boy Advance. Ha, du weißt nicht mal, dass ich ein Game Boy Advance benutze. Get together with your friends and enjoy training. Finde dich mit deinen Freunden zusammen und genieße es, Pokémon zu trainieren. Ja, das ist geiler als zu cheaten. Ich spreche aus Erfahrung. Yeah, ich habe Evoli bekommen. Möchtest du Evoli einen Spitznamen geben? Nein! Evoli wurde zu Bills Box. Ich find's geil, dass man es einfach so mitnehmen kann. Ey, hallo. Das ist voll scheiße, dass du mein Evoli mitnimmst. Das war mein einziger Freund. Jetzt habe ich keinen mehr. Nein, das wollte ich nicht anreden. Ja, okay, cool. Dann haben wir das halt auch gemacht.
sie jetzt finde ich nicht besonders krass und wichtig, wenn man hier jetzt kein gerade nicht gerade eine Evolution haben möchte, aber nein, Gott. Egal. Also gab es hier noch was, weil man kann auch nach rechts, ne? Muss ja vielleicht auch noch nicht besonders. Oh, mein Bauch. Ich glaube, mein Bauch hat Hunger. Ja gut. 5 Stunden lang reden und spielen ist auf Dauer natürlich auch anstrengend. So. Der Gute. Wo kriegt man die dumme Profi-Angel? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Leute, ich guck mal kurz, wo man die Profi-Angel kriegt. Dann können wir uns nämlich noch schon das nächste Pokémon schnappen. Bis gleich. Ja, also es will nicht so ganz, wie ich will. Ich muss erst in Lavandia die Pokéflöte finden, den Relaxo wach machen und dann kann ich die Super-Angel bekommen. Ich könnte natürlich auch hergehen und die Profi-Angel holen, aber die Profi-Angel ist einfach nicht so geil wie die Super-Angel. Ganz ehrlich, das ist einfach... Das ist einfach Quatsch und dauert viel zu lang und viel zu lang. Und deshalb mache ich lieber den Lavendertown und so weiter. Aber, um euch nicht ganz zu enttäuschen, ich mache auch im nächsten Part, denke ich, auch mal dann die... Beziehungsweise ich kann auch nicht einfach aufhören. Geht nur nicht. Aber ich werde jetzt zumindest mal hergehen und diesen wunderschönen Donnerstein benutzen. Und die Show genießen. Viel Spaß! Da haben wir Raichu. Endlich. 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 Lang hat's gedauert. Da haben wir unser Raichu. Cool, cool, cool. Ich mag das Aussehen total. Immer noch die gleiche Fähigkeit. Sehr schön. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt, was wir hier machen. Cool. So, für Mondstein, ja, das dauert noch, ne? Wobei, sollen wir es jetzt langsam machen? Bei Hime? Ich meine, dann lernt sie zwar kein Knirscher, aber andererseits muss man mal überlegen, die lernt das mit Level 54 oder so. Nee, ich glaube, es ist Zeit, dass wir auch unserem guten Nidorina die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Ich meine, hallo. Na, 32 ist eine schöne Zeit, sich zu entwickeln. Okay. Und das wird jetzt auch cool. Ich bin gespannt, wie Nidoqueen aussieht. Einfach zurücklegen und genießen. Bam. Yeah, cool. Ein bisschen moppeliger, genau so habe ich mir das vorgestellt. Geil. Cool. Jetzt fehlt nur noch Nausicaa und unser neues Mitglied, das sich nochmal entwickeln muss. Und dann fehlt noch, dann brauchen wir eben halt noch ein Flug-Pokémon. Also ich sag's mal so, ich spiele mit den Gedanken tatsächlich ein Legi mit ins Team zu nehmen, und zwar Arctos. Ja, oder aber wir nehmen Aerodactyl ins Team, was ja dann auch den Gesteinsaspekt abdecken würde. Und ein Wasser-Pokémon hätten wir ja so gesehen, bräuchte man dann nicht zwangsweise ein Eis-Pokémon. Dann wäre Aerodactyl eigentlich fast schon sinniger, meiner Meinung nach. Weil Gestein und Flug eben halt auch Gesteinsattacken und
Da Bodenattacke kann es auch, ne? Es kann ja auch Erdbeben einsetzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und Flugattacken halt einsetzen kann. Das wäre halt irgendwie, ja. Ich weiß auch nicht so genau. Ich weiß noch nicht. Entweder Arktos oder Aerodactyl. Eins von beiden wird das Flug-Pokémon. Ja, und dann hätten wir eigentlich das zusammen. Das Wasser-Pokémon verrate ich noch nicht, aber vielleicht werden es die meisten auch schon gut wissen oder riechen können. Aber bevor ich dieses Wasser-Pokémon finden kann, werde ich erstmal Vulcano ein bisschen leveln. Und... ja. Fertig. Und dann eben halt, dann machen wir uns auf in den Lavandia-Turm. Oder sollen wir zuerst den Orden holen? Nee, ich level Vulcano und mach dann mit Vulcano den Blattorden und dann gehen wir zu Lavandia. So, die Reihenfolge, die machen wir. Und dann schnappen wir uns das neue Pokémon und dann haben wir fast alles. So machen wir das. So machen wir das. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich bin der René von der Maison Manga. Danke fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.